Jo, moin, Tag auch. Wir sind wieder bei Mad Games, Tycoon. Und das ist jetzt der dritte Versuch mit der Aufnahme. Ja, beim ersten Mal ist Audio nicht aufgenommen und beim zweiten Mal, ach, was weiß ich nicht alles. Ja. Wir machen hier einfach feuchtfröhlich weiter. So, ich werde mal ein bisschen Gas geben, damit das hier auch mal so ein bisschen vorwärts geht. Ne? Und wir auch dementsprechend vorwärts kommen. Ja, das wusste ich schon. Spiel des Jahres. Es läuft bei uns, es läuft. Ne, wir müssen halt nur ein bisschen Kohle noch rein bunkern, damit wir dann auch ein neues Spiel an den Start bekommen. Deswegen werde ich auch die Updates gleich mal alle durchziehen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob dann gleich demnächst ein Verkaufseinbruch kommt. Das würde mich wirklich interessieren, ob das jedes Mal random ist oder ob das wirklich ein vordefinierter Spielablauf ist. Ne, was man ja schon erahnen könnte, weil Spiel des Jahres. Zum wiederholten Mal. Aber gut, das kann man ja anhand von den Werten belegen. Und nein, die Automaten gibt es nicht. Ja, ganz witzig ist, ich habe ja vorhin so ein bisschen Transocean aufgenommen. Da haben die echt rum, also da hat da einer Urheberrechtsansprüche geltend gemacht von wegen, das ist mein Lied. Aha. Also dieses Geplänkel, also das, was wir jetzt quasi hören bei Bad Games, haben die bei Transocean gesagt, das ist aber meins. Total komisch. Ja. Ne? Gut. War ja klar, irgendwann erwischt es mich. Aber gut, ne? Werbung wird mit drin sein. Geht aber nicht auf mein Konto, sondern auf den, der da die Urheberrechtsbestimmung gemacht hat. Gut. Aber ich wollte jetzt auch nicht einfach sagen, komm, ich mach die Musik raus. Ne? Dann müssen wir mal gucken, ob ich dann eventuell andere Musik nehme. Weil ganz ohne ist ja dann doch ein bisschen doof. Zumindest bei solchen Spielen. Naja. Müssen wir mal gucken. Joa. Komm, bist du was? Wir holen uns hier mal ein. Und noch einen, damit das mit der Forschung auch so ein bisschen schneller geht. So. Ventilatoren, ja gut, die sollt ihr bekommen. Das ist ja nicht so das Problem. Ja. Die hier richtig zu tun haben, die kriegen natürlich keine ab, ist klar. Da bin ich einfach rigoros. So. Sieht das ja so schon gar nicht verkehrt aus mit dem Geld. So. Können wir jetzt gleich ein neues Spiel an den Start bringen? Und das nennen wir natürlich nicht mehr Evil Chicken 3, oder, beziehungsweise Evil Chicken 4. Also das, ja, das war jetzt gleich am Anfang ganz witzig, aber jetzt nicht mehr. Allerdings ist mir jetzt auch der Name entfallen, den ich jetzt die ganzen anderen Male genommen habe. Jo.
Nö, die Engines, wir verkaufen unsere Engines nicht mehr. Sollen die mal schön ihre eigenen Scheiß machen. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt noch ein Update? Nee. Gut, dann können wir jetzt auch mal mit dem neuen Spiel starten. Es wird natürlich Nachfolger, der nur anders heißt, ne? So, was ist ein Rollenspiel? Wir nennen es Ringelpieks. Viel gut. Mit Shingle Peaks. Kommt, das ist doch Kampfkunst. Oh weia. Oh weia. So. Spielberichte hatten wir. Die beiden. Was war denn das jetzt hier noch? Ja, müssen wir noch unbedingt was erforschen. Ah, es wird ein, ja, ich erinnere mich, es wird ein teures Spiel. Naja, so ein bisschen Geld haben wir ja. So ein Beten. Ne? So ein Lütten Beten. So. Ich würde mal sagen, es läuft. Können ja jetzt hier so die eine oder andere Kampagne machen. Für Ringelpeaks gibt es erstmal den. Ja. Ich kriege irgendwie Hunger. Gleich mal was, gleich mal einkaufen. Ja, ne, kaum rede ich vom Essen. Wer kommt angedackelt? Ach nee, angeterriert. Du bist ja ein Terrier, kein Dackel. Ne, und? Du riechst immer noch so gut. So schön sauber. So. Ab mit dir. Ja, können wir ruhig den nehmen. Da bewerben wir natürlich dann das neue Spiel. So. Schön. Viel gut. Ja. Ich kann euch, nee, versprechen will ich es euch noch nicht, aber die Vorzeichen stehen gut. Es wird, wenn's klappt, zwei, ne, mindestens einen neuen Titel geben bei uns hier im Programm. Und zwar Factorio. Und sagen halt Leute, sagen welche, ist doch alt. Ja, aber ich mach das dann auch nicht alleine. Nein, mit dabei ist unser Star-Architekt und Lagermeister Gizmo, wenn's klappt. Ne? Also, was heißt klappen? Also, ja. Ne, wie das halt immer so ist, wird genötigt. Ne, die Leute werden ja von mir einfach genötigt, irgendwelche Sachen zu machen, worauf sie gar keinen Bock haben. Nein, wir haben uns darüber unterhalten und weil wir diese gestern war es ein total komischer Tag. Saßen den ganzen Tag über und haben eigentlich nichts wirklich gezockt, weil wir einfach gesagt haben, Alter, wir wissen nicht mehr, was wir zocken sollen, weil alles ausgelutscht ist. Also jetzt Multiplay-technisch. Und habe ich gesagt, komm, Factorio. Factorio, das wäre was, weil da, ich meine, da hast du ja unendlich Möglichkeiten, die du da machen kannst.
Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, so Solo im Singleplay, es ist ein bisschen fad. Also jetzt finde ich, gut, liegt bei mir aber auch daran, ich spiele auch viel lieber Multiplayer. Weil gut, jetzt bei so einem Spiel, das ist was anderes, ne? Ich meine, hier hast du alleine genug zu tun. Ja, kann sich nicht noch mit einem Konkurrenten streiten, also das ist ja. Was wollt ihr? Gibt keine Spielautomaten. Haben wir nicht. Gebet nicht. So, Genre. Da war es ja Jump and Run. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach komm, wir machen Rollenspiel-Adventure. Dann fürs nächste Mal, ne? Ja, auf jeden Fall, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, wenn es denn dann klappt, dann machen wir im Multiplay und ich verspreche euch, das wird Bombe. Also es wird wirklich grandios werden. Alleine aus dem Grund, weil Gizmo nämlich mindestens genauso verrückt ist wie ich, wenn nicht sogar verrückter. Und das ist natürlich eine Garantie, dass es episch wird. Ganz ehrlich. Aber gut, da lasst euch einfach mal überraschen. Wenn es soweit ist, werdet ihr es natürlich dann sehen. Ansonsten, falls es nicht klappt, dann werde ich mal gucken, dass ich das dann vielleicht dann doch alleine aufnehme. Ja. Ne? So, Mogi mal ein bisschen Sonstiges. Komm, ihr kriegt da nochmal einer zu. Für die Qualitätssicherung. Evil Chicken 3 ist vom Markt genommen. Ja. Aber viel interessanter. Oh, hier Ringelpieks, ne? Das wird ein Spiel, das wird Bombe, sage ich euch. Das wird ein richtig, richtig gutes Spiel. Okay, das macht mal ein bisschen hinne hier. Das Spiel ist nämlich fertig. Komm hier, wie ist das Wetter? Kann ich eigentlich mal machen wir hier nochmal so einen großen hinterher. Hier haben wir jetzt ein bisschen Kohle. Ja, klar, dass wir nicht dabei sind. Joey? Joey? Komm her! Bring das Brötchen mit! Nehme ich dir mal weg, das ist schon. Du sollst mir doch nicht immer in die Aufnahme springen. Ach, Dicker. Ja, gut. So. Auf den Platz. Da haben wir's. Wir können feststellen, das Drehbuch vom Spiel ist mehr oder weniger vorbestimmt. Weil das hatte ich nämlich hier auch die ganze Zeit. Ja, das jetzt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Vor allem, das gefällt mir nicht. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Da wird das ganze Spiel. Uah. Also ich will's rauszögern. Meine bisschen Geld haben wir ja noch. Ich will's hinauszögern.
Feuerlöscher sollt ihr bekommen. So, soll euch erstmal reichen. So, du hast hier den noch, den darfst du gerne nochmal machen. Weil, ja, wir müssen ja jetzt ein bisschen zögern, ne? So ein bisschen hinauszögern. Dementsprechend darfst du den machen. Dann machen wir den gleich noch hinterher. Und pushen wir halt in der Zeit noch so ein bisschen das Spiel. Was ich schade finde, ist, dass hier unten keine Anzeige ist, wie lange das dauert. So. Schwierig, 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 die ganze Geschichte. Ja, aber wie dieses Spiel einschlagen wird, wie lange der Crash geht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, habt bis dahin eine schöne Zeit, haltet die Ohren steif. Und jetzt mal unter uns, ne? Macht nicht so viel Ringelpieks. Schon gar nicht mehr anfassen. Und wenn, immer Safety. Tschüssikowski.